Herzlich willkommen zur Asklepios Gesundheitssendung. Heute geht es um die Ausbildung zur Ärztin bzw. zum Arzt. Das Medizinstudium ist beliebt, die Hürden sind hoch, die Hörsäle sind voll. Es gibt aber Alternativen zum üblichen Unistudium. Der Asklepios Campus Hamburg zum Beispiel ist eine Niederlassung der medizinischen Fakultät der Semmelweis zur Universität in Ungarn und wird von der Asklepios Medical School GmbH betrieben. Die Zusammenarbeit dauert nun 10 Jahre und wir wollen heute über die Erfahrungen aus diesen 10 Jahren sprechen. Bei mir ist Dr. Christoph Jährmann, er ist der Geschäftsführer der Asklepios Medical School. Schön, dass Sie Zeit haben, Herr Dr. Jährmann. Vielen Dank. Mensch, 10 Jahre, das ist ja doch eine lange Zeit. Und wenn Sie da jetzt so darauf zurückblicken, was ist die wichtigste Erfahrung? Ich denke, dass das, was vor 10 Jahren als ein mutiges und innovatives Projekt gestartet wurde, nach 10 Jahren als etabliert angesehen werden kann. Wir können uns heute auf Augenhöhe mit den medizinischen Fakultäten der staatlichen Universitäten in Deutschland messen. Das ist eine Aussage nicht nur von mir, das ist eine Aussage, die wir so von unseren Dozenten gehört haben, viele von ihnen APL-Professoren an deutschen Universitäten und die wir auch von unseren Studenten und Absolventen hören, die jetzt Karriere machen, auch an deutschen Universitätskliniken. Ja, das sind jetzt ja 8 Jahrgänge, glaube ich. Genau. Und alle oder die meisten haben dann also sozusagen etwas für sich auch gefunden. Ja, offensichtlich. Ja. Wir wissen, dass alle unsere Absolventen die Approbation erhalten haben, also ab dann sozusagen formal gleichgestellt sind allen Abgängern von staatlichen Universitäten, und wir wissen auch, dass alle, die einen Job haben wollten, auch einen Job gekriegt haben, teils bei Asklepios, teils bei anderen Kliniken. Ja, genau. Das ist ja immer so eine Frage, auch die man sich stellt, wenn man nach einem Studiengang sucht für sich als möglicher Student. Wie anerkannt ist das nachher? Welche Rolle spielt die Tatsache, dass das eine ausländische Universität ist? Könnten Sie uns dazu noch mal was sagen? Ja, gerne. Formal ist es, wie gesagt, so, dass die Studenten mit dem Diplom von der Semmelweis-Universität, das sie kriegen, zu den Landesprüfungsämtern gehen, bei den Landesprüfungsämtern die Approbation erhalten und ab dann eben gleichgestellt sind formal allen anderen. Das ist gelebtes Europa, Berufsanerkennungsrichtlinie ist das technische Stichwort, das heißt, die können dann den Beruf ausüben in irgendeinem Land der Europäischen Union, sowie die Abgänger von staatlichen Universitäten auch. Sie müssen sich nicht für Asklepios entscheiden, wenn Sie das nicht wollen. Das ist eine Kooperation zwischen Asklepios und der Semmelweis-Universität, aber Sie sind frei, sich auch für andere Kliniken, andere Träger zu entscheiden, wenn Sie nachher in den Beruf einsteigen. Ja. Wie anerkannt ist die Semmelweis-Universität als Medizinuni? Die Semmelweis-Universität feiert in diesem Jahr ihr 250-jähriges Bestehen, ist also eine sehr etablierte, ist auch eine sehr anerkannte Universität, medizinische Universität mit ungefähr 11.000 Studenten, nur in medizinischen Fachrichtungen. Sie ist sehr hoch gerankt in den namhaften weltweiten Rankings und ist eine stolze Universität, die auch in Deutschland einen sehr guten Ruf hat. Das erfahren wir auch wiederum von unseren Dozenten, die genau wissen, wie gut gerade die vorklinische Ausbildung an der Semmelweis-Universität ist. Dann lassen Sie uns wieder zurückkommen zur Hamburg Medical School, also Asklepios Medical School in Hamburg sozusagen. Was hat sich da als Vorteil für die Studenten herausgearbeitet in den letzten 10 Jahren, wo Sie sagen, hey, das hast du woanders nicht? Ein spezieller Punkt bei unserer Ausbildung ist sicher, dass wir schlicht klein sind. Ja. Wir lassen jedes Jahr 60 bis 70 Studierende zu. Das ist die Größe eines Jahrgangs. Diese Jahrgänge brechen wir dann runter in Gruppen von 6 bis 8 für die praktische Ausbildung. Das heißt, die sind dann zu 6 und 8, sind die unterwegs in den Kliniken für das Bedside-Teaching, ergänzend zum theoretischen Unterricht. Das ist sicher ein wichtiger Punkt, denn daraus folgt vieles. Daraus folgt, dass die vom ersten Tag an sehr direkten und persönlichen Kontakt haben zu den Ärzten. Und im Übrigen unterrichten bei uns in den Vorlesungen vom ersten Tag an Chefärzte und Oberärzte. Ja. Das führt dazu, dass der Unterricht sehr interaktiv ist. Das führt dazu, dass auch der Kontakt zu dem kleinen Administrationsteam sehr direkt ist. Wir haben die Policy der offenen Türen. Man kennt sich, man kennt sich mit Namen, spricht sich mit Namen an, weiß, wie es einander geht. Es führt auch dazu, dass die Kontakte unter den Studierenden auch über die Jahrgänge hinweg natürlich sehr intensiv sind. Die machen viel zusammen. Das hat alles große Vorteile. Und ich denke, das ist als Lernumfeld
schon vorzuziehen der sogenannten Massenuni, die viele ja auch bewusst eben nicht haben wollen, sondern es schätzen, wenn sie zu uns kommen können. Und da vielleicht noch ein kleiner Satz dazu. Wir haben eine Umfrage gemacht und wissen, dass viele unserer Studierenden auch Plätze an staatlichen Universitäten angeboten bekommen haben, auch an sehr namhaften, und aber bewusst abgelehnt haben, weil sie auch von anderen Studenten gehört haben, wie gut eben die Lernbedingungen bei uns sind und wie gut die Ausbildung ist durch unsere Dozenten. Ja, woran merke ich denn als Student, dass der Praxisanteil höher ist? Der Praxisanteil ist gemäß dem ungarischen Curriculum, das bei uns ja die Grundlage ist, insofern sehr hoch und die Verzahnung mit der Theorie sehr intensiv. Als die Studenten vormittags, so muss man sich das vorstellen, vormittags sind die bei uns im Gebäude, da kommen die Chefärzte, Oberärzte zu uns, halten Vorlesungen. Und am Nachmittag, zu dem Thema, was die Studenten am Vormittag gehört haben in der Theorie, fahren sie in die Kliniken raus und haben dann dort den praktischen Unterricht. Das ist also sozusagen eine Verzahnung auf Tagesbasis. Und das findet man normalerweise nicht so. Ja, nun haben ja Ausbildung, ich sag mal Inhouse-Ausbildung, also bei einem bestimmten Unternehmen, oft so auch den, das Vorurteil, dass man dann keinen Blick über den Tellerrand gewinnen kann, weil man ja in diesem Unternehmen ist. Wie versucht in diesem Fall Asklepios Medical School dem entgegenzuwirken? Auf verschiedene Weise. Zum einen dadurch, dass wir zwar in erster Linie mit den Asklepios Kliniken in Hamburg zusammenarbeiten, natürlicherweise. Ungefähr 90% unserer Dozenten sind Ärzte bei den Asklepios Kliniken, vornehmlich in Hamburg. Aber wir wollen und müssen auch ausweichen in bestimmten Fächern auf Kliniken anderer Träger und tun das auch sehr gerne, arbeiten auch mit Lehrpraxen zusammen, die mit Asklepios gar nicht verbunden sind. Das ist eine Bereicherung für die Studierenden. Eine Bereicherung ist auch, dass wir nebenbei auch extracurricular Veranstaltungen durchführen, Abendveranstaltungen, zu denen Sie kommen können, über Digitalisierung, über Rechtsaspekte im Medizinstudium und so weiter. Das sind verschiedene Aspekte, wo wir versuchen, den Blick über den Tellerrand unseren Studenten anzubieten, zu ermöglichen, zu erleichtern. Dazu gehört zum Beispiel auch ein Projekt, das wir sehr lieben, muss es wirklich so sagen, das ist die sogenannte Stupoli Hamburg, Studentische Poliklinik Hamburg. Das ist eine Initiative unserer Studenten gewesen, mit der Idee, nach dem Vorbild aus den USA, nach dem Vorbild einer Stupoli in Frankfurt, für Obdachlose eine kostenlose, anonyme, allgemeinmedizinische Erstversorgung studentisch zu organisieren, studentisch durchzuführen, natürlich unter der Aufsicht von erfahrenen Allgemeinpraktikern. Auch das ein wichtiger Blick über den Tellerrand in unserer Gesellschaft. Ja, und das kostet Zeit und Energie. Und die Frage ist, warum machen die Studenten das? Die Studenten machen das aus sozialem Engagement, weil sie selber auch das Bedürfnis haben, mehr kennenzulernen als nur das, was man im Curriculum kriegt und in der normalen Ausbildung kriegt. Das ist ja schon viel. Aber die sind hungrig, die wollen noch mehr erfahren, die wollen auch was Gutes tun. Und das ist eine Möglichkeit für Studenten, soziales Engagement schon während des Studiums zu zeigen, dass die begeistert. Und so haben ungefähr 20 Studenten über anderthalb Jahre nebenbei, ohne Geld, ohne Kreditpunkte, einfach nur so dieses Projekt auf die Beine gestellt. Ja, vielleicht hat das auch zu tun damit, dass Sie ja sagten, der Kontakt ist enger, ist es familiärer. Nur so kann ja eine Idee eigentlich auch Mitstreiter finden, ne? Im Gegensatz zu einem anonymen Studium wahrscheinlich. Richtig, ja. Richtig. Und das hat die eben auch begeistert, das hat auch Dozenten begeistert, da mitzumachen. Die haben verschiedene Ärzte, auch aus unterschiedlichen Gegenden aus Deutschland, haben davon Wind gekriegt und wollten mitarbeiten. Das ist eine schöne Kooperation. Jetzt gerade läuft auch eine Kooperation mit Studenten vom UKE an. Das ist übrigens auch ein schöner Punkt, dass wir mit dem Universitätsklinikum Eppendorf hier in Hamburg sehr gut zusammenarbeiten, die diese Ausbildung auch sehr unterstützen, was uns auch sehr freut. Was sagen die Dozenten, was sagen die Chefärzte über die letzten 10 Jahre? Kommen die gern wieder und sagen, ja, das nächste Semester mache ich auch? Wir haben kaum Fluktuation bei unseren Dozenten, was natürlich für die Dozenten spricht, aber ich denke auch für das ganze Modell spricht. Die kommen immer gerne wieder. Die stellen auch sehr intensiv Absolventen ein und wie gesagt, unterrichten sehr gerne. Da kann man auch noch dazu sagen, dass die Chefärzte, die bei uns sehr intensiv eingebunden sind in die Lehre, das alles pro bono machen. Das heißt, die kommen dann aus, wenn man Hamburg ein bisschen kennt, von relativ weit her in Hamburg, investieren viel Zeit, um bei uns zu unterrichten. Ja.
sehen da dann die Studenten sozusagen schon ihre zukünftigen Arbeitgeber? Teilweise schon. Das ist auch ein Vorteil dieses Modells oder der Art, wie bei uns die Ausbildung betrieben wird, dass die sehr früh in Kontakt kommen mit Chefärzten verschiedener Kliniken, auch sogar im selben Fach, und dadurch Abteilungen kennenlernen, potenzielle Arbeitgeber kennenlernen. Das ist interessant, das ist für sie ein schöner Weg, sich auf den Berufseinstieg vorzubereiten. Und dasselbe gilt natürlich umgekehrt. Für die Chefärzte ist das auch ein sehr schöner Weg, junge Leute, potenzielle Mitarbeiter früh kennenzulernen und sie vielleicht die eine oder andere langwierige Bewerbungsaktivität zu sparen und direkt zu sehen, den oder die Studentin, die finde ich gut, die habe ich kennengelernt, der mache ich ein Angebot. Und das passiert regelmäßig. Ja, genau. Jetzt werden ja, also wenn, die Studenten werden sich ja fragen, was hat Asklepios davon, dass Asklepios mich ausbildet, zusammen mit der Semmelweis-Uni. Also muss ich nachher bei dem Konzern bleiben? Darf ich bei dem Konzern bleiben? Gibt es eine Übernahmegarantie womöglich? Wie läuft das? Es gibt für die Studenten keine Pflicht, nach Abschluss des Studiums bei Asklepios zu arbeiten. Es gibt umgekehrt von Asklepios auch keine Pflicht, Absolventen des Asklepios Campus Hamburg zu übernehmen. Aber es funktioniert eben sehr häufig sehr gut. Wir wissen, dass um die 40-45% unserer Absolventen den Berufseinstieg bei einer Klinik von Asklepios nehmen, viele davon in Hamburg. Und wir wissen auch, dass das eigentlich sehr viele zusätzlich auch noch Stellen suchen würden oder Stellen annehmen würden bei Asklepios. Das funktioniert gut, aber wie gesagt, es gibt keine Pflicht. Mhm. Nun ist das ja eine private Ausbildung, das heißt, die will auch bezahlt werden, diese Ausbildung. Wo siedeln Sie sich im Finanzniveau an? Wir sind, korrekt müsste man sagen, die Niederlassung einer staatlichen Universität. Die Semmelweis ist eine staatliche Universität. Wir sind eine private Betreibergesellschaft und müssen kostendeckend arbeiten. Das ist richtig. Wir sind als gemeinnützig anerkannt. Wir sind, was die Studiengebühren betrifft, würde ich sagen, im oberen Mittelfeld. Oberes Mittelfeld, ohne jetzt Zahlen zu nennen. Was heißt das für mich als Student, der es finanzieren muss? Gibt es da eine Möglichkeit, auch wenn ich nichts habe? Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Auch wenn ich nichts habe, auch wenn ich von meinem privaten Hintergrund her so ein Studium nicht finanzieren könnte, gibt es selbstverständlich Finanzierungsangebote. Das ist einmal ein klassischer Studentenkredit, den wir über ein Kreditinstitut hier in Hamburg anbieten können. Es gibt das sogenannte Modell des umgekehrten Generationenvertrags, dass man die Studiengebühren nachgelagert zurückzahlt, wenn man dann arbeitet, mit einer bestimmten Prozentuale des Bruttoeinkommens über eine bestimmte Anzahl von Jahren. Es gibt bei uns auch Leistungsstipendien als Anreiz für besonders gute Studierende, die je nach Abschluss, Notenabschluss in einem Semester dann einen gewissen Rabatt kriegen im nächsten Semester. Es gibt Studentenjobs, wir bieten selber Studentenjobs an, viele unserer Ärzte bieten Studentenjobs an, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Vielen Dank für das interessante Gespräch. Danke auch. Und wir sehen uns wieder auf www.asklepios.com, auf Facebook und auf YouTube.